wieder, Leute. Happy Peace! Ich bin Spätz. Ich bin Zeiss. Ich bin Carnella. Also, ich hoffe, oder wir hoffen, ihr habt unsere kleine Andeutung am Anfang für die Tiere verstanden, aber wir sagen euch jetzt trotzdem, was wir in diesem Video machen. Ja, also wir stellen alle unsere Haustiere vor. Ja. Es wird ein Haustier-Vorstell-Video. Dann stellen wir mal das erste Tier vor. Also ja. Es sind zwei Flugscheider. Also in diesem Video halt meine Meerschweinchen vor. Ich habe halt zwei. Und es sind beides Jungs. Die sind 3 Jahre alt. Und das, was ich denen gerade gebe, ist halt Aubergine. Aber ihr Lieblingsessen sozusagen ist eigentlich Gurke und Heu. Also sollten sie haben. Aber Fenchel und Aubergine mögen die auch gern. Jedenfalls das hier. Ich hätte das erste Meerschweinchen. Das heißt Fano. Und zwar habe ich das so genannt, weil er hier, ich weiß jetzt nicht, ob man das gut sehen kann, dieses weiße Fähnchen hat. Und deshalb Fahne. Und sein Spitzname ist Fähnchen. Oder Fähnerich. Und er hat hier auch diese langen Haare. Nee. So hier kann er halt so ein bisschen. Aber die sind jetzt nicht mehr so lang, wie sie früher waren. Und hinten hat er auch etwas längere Haare. Aber naja. Okay. Und jetzt stelle ich euch mein zweites Meerschweinchen vor. Hier habe ich jetzt mein zweites Meerschweinchen. Das ist ein Rosettenmeerschweinchen. Anders als Fahne. Das ist ein glatter Meerschweinchen gewesen. Ja. Ich habe aber noch nicht gezählt, ob es wirklich ein richtiges Rosettenmeerschweinchen ist. Weil richtige Rosetten haben, glaube ich, 7 oder 8, weiß ich jetzt nicht genau aus dem Kopf, müsste ich dann nochmal nachgucken. Ich habe noch nicht seine Wirbel gezählt, also so viele Wirbel hätten die dann. Und ja, ich habe, also das ist Bernstein, der heißt so, weil der so bernsteinfarbenes Fell hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob man das gut hört. Aber er hat eine hellere Quiekstimme als Fano. Und ist auch halt ein Junge und auch 3 Jahre alt, habe ich ja schon gesagt. Aber das waren eigentlich nicht zwei, sondern 3 Meerschweinchen. Aber ich durfte nur 2 haben, also von dem Wurf. Und das andere war ein Glatthaar-Meerschweinchen, sieht so ähnlich aus wie Fano, nur halt hat nicht das weiße Fähnchen und heißt Mifu. Und jetzt geht's zum zweiten Tier. Das ist zwei Kaninchen Lilly. Sie ist 4 Jahre alt und weiblich halt. Und sie ist manchmal ein bisschen aggressiv und manchmal aber auch kuschelig. Sie ist ein bisschen kamerascheu und hat ein bisschen Höhenangst, deswegen kann man sie nicht so auf den Arm nehmen und so. Sie heißt Lilly, weil wir es einfach so, weil wir sie da schön fanden und ja. Hier, also meine Familie, also mein Vater, meine Mutter und ich. Und ich gebe gerade Leckerli. Sie isst gern Salat, manchmal auch, also öfters auch Möhre, Gurke und hauptsächlich Heu. Ja. Wir haben uns ein Kaninchen ausgesucht, weil wir es einfach süß fanden. Wir haben davor schon beschlossen, wir wollten nicht so ein großes Tier. Mäuse wollten wir auch nicht. Meerschweinchen auch nicht, weil wir nicht so wegen dem Quieken und so. Und ja.
nicht tun. Und jetzt zum nächsten Tier, zu der Nummer 3. Wie ihr schon gesehen habt, bin ich dran und ich füttere meine Katze gerade mit so welchen Katzenstangen. Au. Und sie ist ganz schön gierig. Ja. Und ich habe zwei Katzen. Sie heißt Sonja. Und ist eine verfressene Katze. Sie ist 3 Jahre alt und sie, naja, sie ist halt weiß, grau, braun, also so mehr weiß, grau und ja. Ich habe sie aus Russland mitgenommen, da ist eine, da haben wir so Verwandten und die haben so ganz viele Katzen und haben sie Kätzchen bekommen und dann haben wir uns, dann haben wir gefragt, ob wir welche mitnehmen dürfen und dann haben wir halt 2 mitgenommen. Dann kommt jetzt halt die 2. Und ich finde jetzt die 2. Mit der gleichen Sache. Und ja. Diese Katze heißt Mischenka, ist auch 3 Jahre alt und haben wir halt auch aus dem gleichen Ort. Und sie ist braun, grau, hellbraun, so. Näher dran. Sie ist manchmal sehr friedlich und ja, und manchmal rennt sie halt weg. Also die sind Zwillinge, Schwestern halt. Und ja, also wir füttern die halt mit Nassfutter, danach dann noch Fisch und danach noch Trockenfutter. Also, Spätz erzählt euch jetzt gleich, wieso wir später ein Special-Video machen. Ja, erzähl mal. Also wir machen ein Special-Video, wie sie schon gesagt hat, weil wir, also ich, Schildkröten habe und die machen Winterschlaf. Und dann kann man sie auch nicht filmen. Und deshalb kommt das Special-Video, also Vorstellungsvideo zu den Schildkröten erst später, wenn sie aufgewacht sind. Also wenn sie sind. Ja. Also jetzt irgendwo bald hier im Bildschirm wird irgendein Video verlinkt. Es wird ja gesehen. Also von uns. Ja. Und was ganz wichtig ist noch, schreibt in die Kommentare, wenn ihr Tipps haben wollt, also ein Tipps-Video. Zum Beispiel schreibt, oh, ich möchte Tipps über Kaninchen. Ich möchte Tipps über Meerschweinchen, Katzen oder Schildkröten, weil die haben wir ja alle. Und dann machen wir extra ein Special-Video, also ein Tipps-Video. Zum Beispiel, wenn ihr Katzen-Tipps wollt, macht er ein Video mit seinen Katzen über Tipps oder so halt. Hey, wir machen jetzt dann nicht zusammen. Ja, weil du Katzen hast. Egal. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr Tipps-Videos wollt. Und wie immer. Also wenn es euch gefallen hat. Und teilt das mit euren Freunden. Ja, und Daumen hoch und Abo. Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal oder unsere letzten Videos.